Kreativität im Detail. Es gibt sehr viele wiederholte Stellen, die aber in unterschiedlichen Harmonien sind, unterschiedlichen Tonarten. Das heißt für den Spieler, er muss jedes Mal eine andere Farbe finden, jedes Mal einen anderen Ausdruck finden. Die Ornamentik, die er schreibt, oder Virtuosität, wie man es auch benennen möchte jetzt, muss unglaublich frei und im Moment entstanden für den Zuhörer klingen. Ob das dann immer so im Moment entstanden ist beim Spieler, das bleibt wahrscheinlich das Geheimnis eines jeden Einzelnen. Jeder erwartet doch nach so einer Einleitung, wo er dann in E-Dur in der Dominante stehen bleibt, eigentlich einen ersten Satz in C-Dur. Und auch einen fröhlichen Satz. Und er schreibt dieses in A-Moll und dann noch nicht mal mit diesen typischen Begleitfiguren, die man sonst bei ihm kennt, nämlich in der linken Hand eine Bassnote, die sozusagen die Schwingung für den ganzen Takt vorgibt, sondern eine wirklich ganz motorische Achtelbewegung in der linken Hand. Und das gibt so eine beklemmende, düstere Atmosphäre. Ich finde, dass sowas kann eben fast nur Schubert, wenn man ganz ehrlich ist. Und dann kommt C-Dur, das schleicht sich aber so rein, ist im Pianissimo, ist eigentlich auch aus dem zweiten Takt C-Dur, obwohl das Thema oder nennen wir mal die Phrase einen Takt vorher beginnt und geht dann gleich wieder Richtung A-Moll, E-Dur. Und das sind so die Momente, die man als Interpret natürlich emotional auch nachvollziehen muss und soll. Und immer dann, wenn er virtuos wird, geht er dann ins Dur. Aber eben auch nie mit einer virtuosen Attitüde im Sinne von, ich zeige jetzt mal, was ich kann, sondern es geht sofort ins Piano zurück. Sämtliche 16-Passagen sind erstmal quasi geflüstert. Und auch selbst wenn er ins Forte geht, ist das immer nur für eine ganz kurze Zeit. Es bricht dann sozusagen immer gleich wieder ein, als ob er eigentlich nicht dieses Zutrauen dazu hat, ich will jetzt wirklich virtuose Musik schreiben. Ich glaube, er wollte es auch nicht wirklich. Für mich was sehr Wichtiges, weil Schubert gehört ja zu den Komponisten, die Piano, Pianissimo, dreifaches Pianissimo verwenden. Das gibt es in dieser Art und Weise fast bei niemandem anderen, vielleicht bei den zeitgenössischen Komponisten schon. Aber in der damaligen Zeit war das schon was sehr Besonderes, dass er sozusagen das Leise in so viele verschiedenen Facetten aufgeteilt hat. Was natürlich die Frage auch für den Interpreten nach sich zieht, was heißt Piano bei Schubert? Und meine Interpretation, das ist natürlich sehr persönlich, ist, dass Piano immer die ganz normale, unforcierte menschliche Stimme ist. Und dann, dadurch gewinnt man im Pianissimo, dreifachen Piano-Bereich natürlich auch Möglichkeiten, das wirklich auszuformen. Und wenn er geht natürlich auch ins Fortissimo, aber das sind sehr häufig sehr, sehr, sehr kurze Ausbrüche. Und wenn wir über den Namen sprechen bei Schubert, muss man natürlich auch über Decrescendo und Diminuendo sprechen. Das ist jetzt nicht unbedingt, was in diesem Stück eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist sicherlich in der Ado-Sonate noch viel entscheidender, aber es kommt hier auch vor. Und das finde ich schon auch faszinierend, das genau in den Ausgaben zu lesen und sich danach zu richten, dass Diminuendo immer auch mit einem zeitlichen Faktor verbunden ist und eben Decrescendo aber nicht. Und meistens tendieren wir ja heute dazu, dass wenn es ein Diminuendo oder ein leiser werden gibt, dass es auch ein Ausatmen im Tempo gibt. Und sich gegen diese Gefahr zu wehren, finde ich wahnsinnig interessant und sehr hilfreich, um die Musik von Schubert zu spielen. Ich persönlich finde fast in der gesamten klassischen Musik, dass man versuchen sollte, also Klassik meine ich jetzt Wiener Klassik, Schubert weitergehen und so weiter, die Originalbögen zu benutzen. Was natürlich die Sache sehr schwierig macht, aber warum soll es denn dem Geiger besser gehen als dem Pianisten am Anfang? Es gibt dadurch, also wenn man sich den Anfang anschaut, jeder Geiger kennt das natürlich, diese Bindung über zwei Takte. Aber wenn man die macht, hat man sofort
diese innere Spannung, die diese Musik auch braucht. Und entscheidend ist, dass man es trotzdem schafft, immer einen flexiblen Klang zu erzeugen. Also auch im Pianissimo, dass der Ton was Lebendiges, Flexibles behält und auch dieses Entstehen der Melodie im Detail schon nachgezeichnet ist. Auch das Wienerische, was dann in der Geigenstimme, also im Takt 8, auch schon eine Rolle spielt, wenn dann die Punktierung dazu kommt, die zwar alle ganz verschüchtert sind und alle im Pianissimo, aber eben doch als Wiener Anklang schon erkennbar sind. Und deswegen finde ich es auch in der Ausbildung sehr wichtig, dass gerade die Flexibilität des rechten Arms sehr geübt ist, das falsche Wort, aber dass darauf sehr viel Aufmerksamkeit gelegt wird und dass man es nicht versucht, mit dem Vibrato zu überdecken. Und dann natürlich, wenn wir über den rechten Arm reden, in diesem Stück gibt es eigentlich fast alle Schwierigkeiten, die man sich als Geiger so wünscht und vorstellen kann. Langsame Abstriche, schnelle Aufstriche, das darf man natürlich auch alles nicht hören. Leichtigkeit in der Artikulation, dass es mehr ein Leggero in den kurzen Noten wird als ein Staccato, dass es immer ein Schwingen im Klang gibt und solche Dinge. Also da lege ich sowohl bei mir selbst, wenn ich es selbst übe, als natürlich auch bei meinen Studenten sehr großen Wert darauf. Ich bin als Interpret und auch natürlich als Pädagoge sehr dankbar dafür, dass es so viele fantastische neue Ausgaben gibt im Henle Verlag. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich mich ziemlich innerlich darüber aufgeregt, dass zum Beispiel bei Beethoven-Sonaten für Klavier und Violine gab es eine bezeichnete Violinstimme, die so bezeichnet war, dass eigentlich nicht mehr viel Raum für Kreativität des einzelnen Spielers. Weil irgendwie sind wir ja doch visuell und wenn da was steht, man übernimmt es erstmal. Das ist dann ein komplizierterer Weg, das nochmal zu hinterfragen. Und insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass es jetzt immer zwei Solostimmen gibt, eine bezeichnete und eine unbezeichnete. Und ich persönlich benutze immer die unbezeichnete.